So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go bzw. Raid am Mittwoch und heute ist es unbedingt Zeit, es ist nötig, ich muss mir mal wieder ein 5-0er Dosenbier aufmachen, schon lange nicht mehr irgendwie mal in einem Video oder so, aber heute muss das unbedingt sein, denn es geht alles schief, was schief laufen kann, ne? Eigentlich war Wrestling-Abend geplant, wir wollten vielleicht zum Ditchen mal gehen, aber irgendwie gestern wieder Eskalation, da ist wieder komplett andere Welt hin und her, am besten Kontakt, Abbruch, zack, Schlussstrich setzen, es geht einfach gar nicht mehr, ja, dann Adi den ganzen Tag am Kotzen, dann irgendwie hier hin und her, Freitag, Montag, zurück, plötzlich doch morgen, Plan, goldene Meile, Donnerstag, doch nicht, fehlt einer, hin und her. Du lädst ein Video hoch, bereitest gestern Abend vor für WrestleCrate UK Unboxing am Mittwoch. Ich habe immer gesagt, wenn ich am Mittwoch, also wenn ich eine WrestleCrate UK Box habe, werde ich die immer am Mittwoch mit hochladen, weil Mittwoch ist mein Lieblingstag. Lädst du hoch, Kommentare, alles unsynchron, passt gar nichts mehr hin und her. Seitdem der PC umgebaut ist, jetzt irgendwas ist immer noch nicht richtig hier, ein Video geht, ein Video nicht, muss es wieder löschen, jetzt ist das komplett weggefallen. Manche haben es vielleicht schon gesehen, manche nicht. Das ist Stress und Stress wirkt sich auf mich so aus, dass ich mir mal ein 5-0er Dosenbier nehme und mal einen Schluck nehme. Da ist die Welt gleich erträglicher, ne? Was macht ihr so gegen Stress? Schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht einen Erotikfilm schauen oder Sport, Schwimmen, Fahrrad fahren, manche spielen so Doku vielleicht, kann ich mir auch noch vorstellen. Was macht ihr gegen Stress? Schreibt es mir in die Kommentare. Gleichzeitig ist heute Abend natürlich auch die Raid-Stunde mit Eviltal, die zweite Raid-Stunde mit Eviltal. Ihr könnt mich wieder einladen zu eure Raids, ihr könnt Raid-Mania-Punkte sammeln. Es ist die erste Raid-Mania im Oktober. Also die Liste ist gelöscht, es fängt bei 0 an, jeder kann einen Punkt sammeln, der mit mir befreundet ist. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir trotzdem jetzt die Highlights der Woche für euch und den müssen wir noch einen Schluck Bier nehmen. Haben wir trotzdem jetzt die Highlights der Woche für euch und am Ende natürlich auch den Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Champ mit einem 100% Garstella. Das war ja das Ziel von vielen. Er hat sich auch gleich ein Shiny Eviltal gegönnt. Dann bin ich mit Gossig Glücksfreund geworden. Mit Jason vom Kiez. Mit Odacon. Jetzt also läuft das wieder sehr gut. Du machst einen weg, kriegst zwei neue gefühlt. Dann, was ich richtig stark fand, jetzt mal in eigener Sache. Ich habe im Fanchat gefragt, ob jemand ein Lapras mit Eissplitter und Eisstrahl hat, was er nicht mehr braucht. Der NetGhost hat sich gemeldet, hat gesagt, er hatte ein erlöstes mit 14, 14, 14. Was er nicht mehr braucht, was er mir geben könnte. Ich habe nämlich eins gesucht für den Samyang-Account, dass der mal für seinen Level-Up bisschen GBL irgendwas spielt und Kämpfe gewinnt und das habe ich immer gut in der Hyperliga genommen. Dann haben wir das getauscht und es ist einfach lucky geworden, total random, wir waren keine Glücksfreunde, es ist einfach lucky geworden, ist dann von 14, 14, 14 auf 15, 13, 13 gegangen, aber das ist nicht mal das Lustige daran, sondern ich habe gedacht, das letztgefangene Pokémon beim Samyang-Account war ein Shiny Absol mit Brille. Ich habe ihm das gegeben, er hat das Shiny noch gar nicht gehabt mit der Brille. Jetzt hat er das Shiny mit Brille als Shiny Lucky. Darüber hat er sich sehr gefreut. Mit dir Geschäfte machen ist immer gut. Total random, das hat uns überrascht, aber das war cool. Zelda auch hier Shiny bekommen. Aus dem Stream hat gesagt, jo, du darfst jetzt auch den Namen bestimmen. Deswegen heißt das jetzt Lenzard, ja. Weil das jetzt das Shiny aus dem Stream war. Master Gossi hat hier einen Ramses Raupi gemalt mit Blau und Gelb. Shiny ist das bestimmt dann Schwarz und Gelb, sieht auch gut aus. Dann bin ich mit Lisa Glücksfreund geworden und Hamburger Truller. Wäre übrigens schön, wenn sich die Leute, die Glücksfreunde sind und werden und alles, sich auch melden würden und mich mal anschreiben würden. Manche weiß ich genau, wo ich die finde. Bei anderen weiß ich zum Beispiel gar nicht, wie Hamburger Truller. Wüsste ich gar nicht, gerade wo ich die erreiche. Dann Lennart hier. Danke für das Shiny 21-22. Ich habe leider keinen Superball verwendet. Shiny Voldoball 41 Sekunden Duo Eviltal mit Jhenaia. Danke. Warum ist der Text von Flegmon teilweise Englisch, teilweise Deutsch?
Hallo Lennart, möchtest du, dass ich dein Phlegmon analysiere? Your Phlegmon is below average in size. Apropos Lennart, wer gestern den Stream geguckt hat mit Schild, hat den Lennart mal wieder erlebt von seiner besten Seite, beziehungsweise eine Seite an Lennart, die wir noch gar nicht kannten, was dazu geführt hat, dass Lennart komplett vom Kanal verbannt wurde. Aber wie ihr mich kennt, wie beim Wrestling oder WWE, feiert jeder Superstar bestimmt irgendwann ein Comeback. Und deswegen auf Lennart, in der Hoffnung, dass er als Lenz Hart zurückkommt. Und sowas wie gestern einfach nicht mehr vorkommt, ja. Dann haben wir hier Mega Schlappohr Solo, 8 Sekunden, Versuch 13 war das. Ja, Abukugi, Glücksfreund. Brainy Stendal, Shiny Smetbow, Mark Niemals. Hat ein Shiny Ninja Tom, das ist das Highlight, das braucht auf jeden Fall jeder unbedingt jetzt hier. Ihr kriegt nämlich im Feldforschungsdurchbruch eine Begegnung mit Ninja Tom und das kann Shiny sein. Ihr habt aber im Prinzip nur viermal die Möglichkeit diesen Monat, dann ist es wahrscheinlich wieder weg. Und in diesen vier Begegnungen ein Shiny zu bekommen, ist vielleicht sehr gering, man weiß nicht, wie hoch die Rate ist. Er hat eins bekommen, das war der erste, der mir gezeigt hat, dass er eins bekommen hat, fand ich also auch mega stark. Zockermaid bin ich auch Glücksfreund geworden. Luigi Serrada zeigt uns hier auch Shiny Eviltal und Glibungel. Der wahre Schocker ist der Bewertungsscreen, aber mit dem Nerd von Team Blau. Pogehander, das Shiny Eviltal ist aus Raids für Zuschauer. Das 100er von der Arena, die ich fast von zu Hause erreiche. Natürlich gleich gemaxed, das haben wir euch ja auch nochmal gezeigt. Ein 100% Eviltal. Es sind wieder viele Leute dabei, die ein 100er bekommen haben, das eingesendet haben. Die Leute mit den 100% Shiny Eviltals habe ich immer noch kein Bild bekommen. Die hätten das diese Woche ja noch einsenden können, haben sie auch nicht. Ansonsten habt ihr hier noch Shiny Sneeble, Charmian und Kirlia. Dann geht es hier weiter beim Chevy mit 100er Kirlia, Glibungel, Käufwaff, Galabafloss und andere Sachen. Galabafloss auf jeden Fall sehr genial, weil ist einfach mega selten, müsst ihr ja meistens brüten. Er hat auch ganz viele Käufwaff bekommen als Shiny, wenn man es so ausspricht. Kirlia Shiny, Shiggy Krypto Shiny, Glibungel Shiny hier. Aluhut auch, Shiny Glibungel, Zapdos, Galazapdos aus dem Abenteuerrauch. Wenn es läuft, dann läuft es. Einmal Main Account, einmal der Kleine beim Aluhut. Eviltal gefangen, dann ging es hier richtig ab. Am Abend dann Käufwaff, Glibungel, Dodo, drei Shinies hintereinander und auf dem Kleinen Absol, Kramurks und Kirlia. Kaiser Kai, kann man damit was anfangen? Charmian, 100%. Ich glaube nicht, aber trotzdem gut für die Sammlung. Kaiser Kai, endlich wieder was Gutes aus dem Abenteuerrauch. Shiny Teddy Ursa, sogar mit Wetterboost. Kaiser Kai hat seine Familie voll gemacht, 100er Pelipper und jetzt der Swingul dazu. Deswegen ist die ja jetzt auch voll. Kaiser Kai, so jetzt habe ich das auch. Shiny Kirlia, nicht wild, aus einer Forschung. Shiny Onyx, Sören, Frühstücksquarantäne, Raid, dritter Account, 100%. Eviltal, das ist auch nett. Andy Project, Liga hat gegönnt, endlich auch ein Haken dran. Hab ich noch nicht, fehlt mir noch. Habt ihr 100er Linfu? Auf jeden Fall auch selten mittlerweile, momentan noch. Eviltal auch erledigt, Andy Project, einfach 200er und das auch noch an einem Tag wahrscheinlich. Die haben beide einen blauen Hintergrund, müssen frisch sein. Daniel Love hier auch das Shiny Ninja Tom, Klagenfurt, Wörthersee und der Nerd ist auch am Start. Und der Ali ist auch am Start, der schnüffelt gerade meine Hand. Charmian bei Shenaya, Kusilla 100, Shenaya gebrütet, Glückwunsch, Eviltal, Shiny, Shenaya, Habitak, Shiny, Familie Volk, Libungel, Shiny, immer noch Shenaya, 100er Karapenis, Shiny Snubbull, Shiny Somniam, Shiny Elezeber mit Kostüm, Shiny Smetbow, 100er Shinux mit Hut, das ist auch mega selten, also eigentlich ist das was total Besonderes und sticht komplett hervor. Vergesst die ganzen Shinies, 100er Shinux aus dem Raid. Dann ja auch noch Absol mit Brille, Nuller, Käufwaff aus Gera, 100er Eviltal, endlich ist es zu mir zurückgekehrt. Glückwunsch dafür auf jeden Fall. Niklas hat ein Shiny Eviltal im Raid gefangen und die nächsten zwei Pokémon, 12.32 Uhr, waren auch beide Shiny, Smetbow und Absol. Das auch auf jeden Fall krass. Laura hat bei
bei Instagram gesendet. Käufwaff und Absol in Wildnis, Schlurp und Quabbel aus der GBL. Was ist das hier? Schlurp und Quabbel. Quabbel 100%. Das blaue Quabbel ist auch mega selten. Das rosane könnt ihr auch in der Wildnis bekommen. Das blaue nur aus der GBL. Also da ein 100er ist auch was wert. Also kann man ja nicht verkaufen, aber ist halt was Cooles für die Sammlung. Also Grüße an die Feuerwehrfrau. Dann endlich Shiny Ibeltal, Alexander Ahringer hier, Shiny, dann endlich Shiny Kibungel mit Hut, Alex, Alex mit Shiny Absol, endlich auch in Pokémon Go, endlich nach Wochen wieder ein 100er bei Markus, 100% Sterndu, Lukas mit dem Shiny Absol, NetGhost, das ist cool, das habe ich mir bestellt, Klopapierkrise 2020, ich habe überlebt, würdet ihr euch auch sowas bestellen? Er hat mittlerweile das Absol, was ich ihm gegeben habe, in cool in Red umbenannt, kann man machen, hat es auch zur Mega-Entwicklung gemacht. Selal, da wieder 1000 Bilder geschickt. Selal, Shiny Ibeltal, 100er Ibeltal, 100er Molimorba, Shiny Dodo, Glibungel, 100er Absol, guck mal, das winkt sogar. Absol Shiny, wie jagt man Vögel in Pokémon Go? Da ist der Roadrunner, ne, und der Coyote. Zack, ist weg, Bär nichts gebracht. Homer wirkt den Galaarctos. Habitat Shiny, niemand und ich um 3 Uhr nachts. Oh, da hat, kennt ihr das, wenn ihr aufwacht und mega Durst habt? 3 Uhr nachts auf jeden Fall. Ich habe das Rätsel immer noch nicht gelöst. Fish and Chips. Es gibt verschiedene Sorten und es gibt auch Chips alleine, aber halt ohne Chips oder mit Chips. Ihr bezahlt also Chips, aber ohne Chips für 1,90 Pfund. Und kriegt dann nichts, oder was? Dann ganz viele Memes sind aufgetaucht von dem neuen Karmesin-Purpur-Dingsbums-Pokémon da in der Region. Und man sieht einfach, es sieht halt aus auf Pikachu wie ein... Ihr seht schon, was es ist. Das ist sehr pervers. Das müssen wir wegmachen. Selal hier auch, Glibungel-Shiny hier auch wieder das nächste Bild davon, wie die aus dem Boden alle kommen. Dabei ist es eine riesengroße Hand. Kirlia-Shiny hier. Geh näher, um den Pokestop zu scannen. Und da steht einfach Michael Myers, was auch cool ist, weil es ist ja Oktober. Und da ist ja bald der Film im Kino und da muss ich auch wieder rein. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht? Okay, dann tausch mir alle deine Shiny Pokémon. Nee, ja, hier, du Sau, du hast so gesagt, hier, Pflicht, ne? Das Meme wird auch immer wieder verwendet. Ich, wenn ich versuche rauszukriegen, warum ein Tag 24 Stunden hat, aber ein Community-Tag nur 1 bis 3 Stunden. Dann der Lichtel, nochmal schön in der Grafik dargestellt, der Lichtel Z-Day sieht man hier also. Selan nochmal Shiny Absol, Shiny Smetbow, Shiny Glibungel. Dann Team Blau wird immer ordentlich durch den Kakao gezogen. Manga, Anime und Netflix-Adaption, es wird immer schlimmer. Dann ich entwickel mich. So sieht das jetzt aus, genau, hat eine Brille auf. Verschiedene Formen, Dicklet, Wicklet, Picklet, Twiglet, Jiglet, Biglet, Figlet und Sticklet. Müsst ihr euch mal angucken in Ruhe, dann habt ihr hier noch was. Hydrobi wird ausgegrenzt, ne? Das Shiny, weil die anderen sind alle blau, das rosa. Dann das Shiny-Dings wird auch ausgegrenzt, weil es ist ja nicht wie die anderen, ja? Okay. Und dann entwickelt sich das Shiny zu Aquana, weil es dann rosa ist und dann sind die voll Freunde zusammen und freuen sich. Jetzt habe ich das auch verstanden. Ich liebe es, wenn Leute in Horrorfilmen Hallo rufen, als würde der Mörder antworten, ich bin hier in der Küche, willst auch ein Wurstbrot, ne? I hate this design, Game Freak has never been lazier. Haha, Diglett. Zu wem zählt ihr? Findet ihr das kacke oder findet ihr das lustig? Ich weiß es nicht, das finde ich aber lustig hier, wie das Endivier einfach seinen Propeller dreht, und dann wegfliegt und sieht aus wie eine grüne Kartoffel. Oder Trassler, der seinen Hut abnimmt und sieht einfach auch aus wie ein Alien und alle haben Angst. Dann war das der Lal. 100er Glücks-Charmian, 100er Glücks-Killibungel, Shiny Big damit Kostüm, 100er Schlappohr. Der Shinux zeigt uns hier seine in den letzten 15 Tagen gefangenen Shinies vom C-Day Kiesling dabei. Ich finde hier am krassesten das Klick. Das Klick gefällt mir richtig gut. Was haben wir hier nochmal auf der Seite? Mein Highlight, das Pionscora, weil das ist so schön rot. 100% aus Beute Gladiandri, richtig cool, wegen weil aus Eiern. Katagami, neu drin, auch als 100er, auch richtig stark. So in meine Highlights auf dem Screen. Elke zeigt uns ihre Ausbeute.
Shinux Shiny, Absol Shiny und dann von ihrem Mann Shinux Shiny. Vor allem. Wahrscheinlich genau dasselbe Bild nochmal. Ja, jetzt habe ich es doppelt, genau. Okay, dann ist das halt, das ist dann halt Elke, zack, und dann ist dann Mann oder was? Jetzt blicke ich gar, die waren auch die zwei und dann stand, mein Mann hat abgeräumt mal und dann kamen die fünf und dann dachte ich, das sind fünf andere. Jetzt sehe ich, es sind genau dieselben. Käufer hier auf jeden Fall einmal entwickelt, hier Zubat, auch noch als Shiny hier dabei. Der Thomas bedankt sich beim Tix Kekslord, weil der auch einen 100er bekommen hat, wohl aus einer Einladung. Benjamin Engel mit dem 100% Kryptogramm Murks. Das auch fett wie Ibeltal. Shiny. Heigo zeigt uns hier, Homer hat ein Niantic im Fangbildschirm und wirkt es und ist da einfach nur, dass er, lasst es auf euch wirken, diesen Screen. Ich habe da so viele Fragen zu. Henry Niki, Smetbo, juhu, aus der Feldforschung bekommen. Kramurks, Shiny, juhu, nochmal hinterher. Dann Gastella, Zielerreich, unten Jochen, juhu, hä? Gerade aus der Feldforschung bekommen. Eneko, 100, Elezeba aus der Forschung auch, 100%. Dankeschön für den Shiny Bacon, Henry Niki. Das waren jetzt die Highlights der Woche. Wir kommen also noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, wir haben eigentlich schon 100% Krypto gesehen, aber das will ich sehen, ja. Auch ein 100% Krypto, mal ehrlich, was soll der Schocker der Woche sein? Es waren gar nicht so krasse Dinge dabei, wir haben immer noch kein Shiny 100er Ibeltal, weil es keiner reingesendet. Und Gramurks Krypto 100 ist fett, aber ich finde Macholo einfach eins meiner Lieblings-Pokémon. Machomai, sonst was, mega nützlich, setze ich so oft ein, mache ich so viel mit. Hiervon also ein 100er Krypto Macholo, finde ich, ist einfach das Coolste, das Beste, das Stärkste, das Nützlichste. Deswegen, Schocker der Woche, Chevy Art mit seinem 100% Krypto Macholo. So, jetzt muss ich rüber das eigentlich schneiden, aber der PC ist besetzt, ich weiß gar nichts, alles sehr chaotisch, sehr chaotisch. Normal hast du deinen Ablauf, machst so. Und dann ist Zeit und dann können wir machen, was wir wollen. Dadurch, dass aber nichts so läuft, wie es geplant war und alles aus den Fugen gerät und man immerzu wieder Fehleranalyse machen muss, wo ist das Problem, das suchen, hier suchen, dann aber noch zwischendurch Wege erledigen, bleibt alles irgendwie ein bisschen hängen und sonst was. Also Stress. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Plötzlich bin ich wieder käseweiß und weiß nicht warum. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Beziehungsweise heute Abend in der Raid-Stunde, in der Raid-Mania. Ciao.